Okay. Ja, 8:12. Fast 8:15. Keine Ahnung, 7:15 ist ja generell die Zeit für diese typischen Serien. Oder was auch immer. In Deutschland, weil ja um 8 Uhr die Tagesschau läuft. Für eine Viertelstunde ist auch egal. Ja, genau. Womit ich heute starten will, ist zu schauen, wie viel mir eigentlich überhaupt Framnay gibt als Daily Dings. Ich habe es, glaube ich, schon mal gemacht. Ich habe vergessen, wie viel es bringt. Ich glaube, das ist nicht mal eine Daily. Erst mal Framnay freigeschaltet, natürlich, weil ich ihn noch gar nicht habe. Ist sehr gut. Also, neuer Charakter. Let's go. Here we go. Neuer Friendship-Charakter, um genau zu sein. Das heißt, ich darf jetzt Kazuha nicht mal mehr im Team benutzen. Ja. Das war davor eigentlich ein richtiges Team, aber jetzt wird das Team zerstört. Oh, stimmt, das Game ist ja immer noch auf Japanisch. Das habe ich komplett vergessen. Ja, Framnay jetzt, neuer Charakter, nice. Sehr cool, jetzt fehlt mir nur noch Kirara, die ich pullen könnte auf dem neuen Banner. Aber ich mache das nicht, weil ich bin nicht dumm. Zugeben, der ist gar nicht mal so scheiße. Eine Kuki Constellation ist jetzt nicht schlecht, eine Chanin Constellation wäre ideal und eine Kirara Constellation wäre auch ideal. Aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten, hier zu pullen. Oder? Beidou. Das war ein On-Banner. Scheiße. Ah, was mache ich jetzt? Vielleicht entschließe ich mich noch in 2 Wochen einmal hier drauf zu pullen. In 2 Wochen ist ja sogar schon. Sind schon Ferien, glaube ich. Nee, sind's nicht. Der. In 15 Tagen ist der. Sagen wir mal in 14 Tagen. Da ist immer noch Sonntag. Da ist der 17. Nee, das ist die letzte. Das ist das letzte Wochenende vor den Ferien. Da kann ich vielleicht mal mich entscheiden, auf den Ayato-Banner einen Tempel rauszuhauen. Ich würde auch echt gern auf diesen Banner hier pullen, aber der ist auch nicht der wahre. Nur Widsith und Favonius Lance sind gut. Und ich habe schon genug Favonius Lances. Und Widsith brauche ich auch nicht. Oder Favonius Lance? Habe ich theoretisch eine R5 und ein paar R4s. Und eine R4 meine ich. Beziehungsweise ein paar R1s. Aber ich brauche gar nicht so viele. Deshalb ja, weiß ich nicht. Ich hätte halt gerne einfach nur diesen Spear da für meine Hu Tao. Und wer weiß, wann das nächste Mal. Wie ist der nochmal? Wann das nächste Mal dieser Spasti-Rerun wird. Wie heißt der nochmal? Sino, Sino. Ja, genau, also. Und zugleich, eigentlich ist der Haran auch nicht immer so scheiße. Der Haran ist nicht so gut. Im Vergleich zum. Wissen wir mal. Vielleicht zu Ayakas Waffe, den Mistsplitter. Aber der Haran ist trotzdem sehr stark eigentlich. Und dann halt noch mit Staff of the Scarlet Sands. Eigentlich nicht schlecht, Wits ist auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, eigentlich wäre der Weapon Banner schon etwas, auf dem ich gerne pullen würde. Für Hu Tao. Weil, erstens, ich krieg mehr Attack dadurch. Ich weiß, es hat mehr Base Attack, aber ich habe es ja gestern oder vorgestern einmal durchgerechnet. Auch mit allen Prozentsätzen hier, die ich dazu hochrechnen kann, habe ich nachgeschaut. Tatsächlich bringt mir Staff of the Scarlet Sands circa 100 mehr Attack, also von 200 auf 300 in etwas, glaube ich. Glaube, es waren irgendwie 250 auf 320. Zugegeben, das sind dann nur 80, aber trotzdem ein Attack Increase auf jeden Fall, der overall kommt. Und das hier scaled ja auch nur von HP. Ich weiß, die Cap wird dann von der Base Attack angegeben, aber wenn ich eine 5-Star-Weapon habe, glaube ich, werde ich nicht die Base Attack Cap überschreiten. Und als letztes natürlich die Crit Rate ist um 22,1 erhöht und dann hätte meine Hut auch wirklich eine gute Ratio. Jetzt ist es halt nur so ein bisschen Cope. Die Waffe ist ja an und für sich Primer Dial. Jadewing Spear ist, glaube ich, irgendwo, was ist ich. Auf Platz 6, 5, 6 der Waffen für ihr, für sie eigentlich. Drain's Bane ist viel besser theoretisch. Und Homer natürlich ist der beste Slot eigentlich, aber weil meine Artefakte so trash sind, oder nicht trash sind, sondern so spezifisch ausgelegt sind, ist der Primer da einfach der beste natürlich. Jetzt sonst würde ich dich den spielen. Und ja. Bisschen schade. Deshalb hätte ich gerne Staff of the Scarlet Sands. So, genug gesprochen. Erstmal kriegt mal Framinet eine gescheite Waffe. Was heißt gescheit? Halt irgendeine Waffe, mit der er funktioniert. Ah, fuck. Ich hab mich vertippt. Weil, ja, Digga, was soll ich sagen? Ich kann es kurz zeigen. So sieht mein Bildschirm gerade aus. Hier oben ist Genshin, hier unten drunter ist theoretischer Browser. Ich habe aus Versehen hier noch unten auf den Stream getippt. Ist egal. Nicht Stream-Video. Ich glaube, ich mache die Seite dann eher weg einfach, dass man es nicht mehr sieht. Genau, mit was scaled Framen eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ah, Attack wahrscheinlich. Also es sieht aus wie Attack. Ja, das ist Safe Attack. Das ist niemals was anderes. Ja, er ist ein Attack-Scaling-Character. Eigentlich habe ich nicht wirklich vor, den zu benutzen. Im Kampf. Das heißt, ich glaube, ich gebe ihm einfach Favonius. Bisschen Crit. Oh, ich habe genau 1700 Artefakte. Crit Rate, let's go. Damit kann er gehen. Oder das ist besser. Ja, keine Ahnung. Kriegt das sonst auch irgendwas? Crit Rate. Ich sortiere einfach nach Crit Rate, dass er genug Crit bekommt. Um verlässlich das zu procken. Als ob alles besetzt ist, oha. Oh, das. What the fuck? Holy shit. Das hat ja fast 16 Crit Rate, oh mein Gott. Oh, er hat sogar Blizzard Strayer. Hey, er hat ein bisschen Crowd Damage Bonus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich könnte ihm das hier geben. Das ist ja. Ah, Moment. Ich glaube, für einen Joke mache ich es einfach so. Jetzt hat er sogar. Warte. Er hat 140 fast. 105. Er hat fast 190 CV, er hat irgendwie 188 CV oder sowas. Geil. Oh Mann, das kann nicht sein, Mann. Oh shit. Er kriegt dann sogar noch 20 Crit Rate obendrauf. Also wenn der Gegner mit Cryo afflicted ist. Oh nee, damn, shit. Wenn er mit Cryo afflicted ist, kriegt er sogar noch mehr Crit Rate. Ich kann ihm was anderes geben. Oh no. Das ist ja so ein Troll. Das ist ja so ein Troll, das kann nicht sein. Wie wär's damit? Shit, Bro. Geil. Er kriegt ja 35 Crit Rate drauf. Damn, ich bin immer noch am Overcappen. Wenn Cryo Application ist. Ja, es passt. Es ist. Oh Mann. Es ist natürlich trotzdem nicht das beste Set oder sowas, aber dafür, dass ich es halt einfach übrig habe für ihn, macht's schon lustig. Ja, ich mache nochmal auf Level 20, ne? Ah, warte, ich will. Komm. Was ich eigentlich machen wollte ist. Oh. Man kriegt davon gar keine Daily Points. Oder Encounter Points. Ja, okay, das ist schade. Ich dachte, man kriegt welche davon. Hätte ich ihn gestern schon freigeschaltet. Moment. Ich wollte einen Ascension 1 machen zumindest. Braucht Roma Redeem Flowers. Na gut, den werde ich nicht weiter leveln, das sehe ich jetzt schon. Da, fuck. Heißt es nicht sowas wie, ist es wirklich in Ordnung? Ja, ich werde definitiv nichts für den farmen, was ist das? Die Teile brauche ich auch für Hydro Resonance Stones, falls ich sie wieder brauche irgendwann. Das Lustige ist ja tatsächlich, dass ich bei den Hydro Resonance Stones nur einmal die Teile benutzt habe, glaube ich. Das war am Ende von 4.1. Da habe ich noch 4 bekommen. Und die von 4.2 habe ich alle so gefunden. Naja, genau. Ich denke mal, ich kann ihn. Er wird halt so ein Support sein, aber das ist in Ordnung. Double Hydro, Double Cryo, let's go. Das heißt, wenn der Gegner. Oh shit! Okay, die Sache ist, Nivellet kriegt jetzt nur noch einen Stack, ne? Er kriegt jetzt nur noch einen Stack von dem. Theoretisch aber könnte ich ihn auf weniger Crit Rate bilden und mehr Crit Damage. Zum Beispiel auch so. Ja, das ist Trash. Ich habe wahrscheinlich nicht immer so gute Crit Damage, Crit Rate Pieces. Ich hätte das. Lass mal kurz traden. Weil ich krieg ja noch 15% Crit Rate obendrauf wegen Cryo Dingsets. Das heißt, jetzt hätte ich 15 plus 36 macht 51 Crit Rate. Das heißt, ich hätte noch 51 Crit Rate drauf. In diesem Team, rein theoretisch. Warum habe ich genauso viel Crit Rate wie in Attack Sense an Attack hat?
Dann wäre ich bei, ja, 97,6 Crit Rate. Ich will es mal kurz ausprobieren. Komm, das ist nicht schlecht sogar. Für die Dailies zumindest. Kann ich es machen. Ich meine, ja, wie gesagt, ist schon schade, dass ich dann jetzt zum Beispiel, also dass ich jetzt nur einen Stack auf Nivellets Passive bekomme. Aber es passt. Für die Daily jetzt hier sollte es passen. Für die Dailies, meine ich. Livre. Ja, okay, das ist eine lange Daily Commission, die wahrscheinlich noch sogar eine kleine Story hat. Also eine richtige Story sozusagen, die dann sich vielleicht noch mit anderen Dailies irgendwie weiterführt oder so. Wer ist Remia? Was hast du für Augen? Wobei, ich habe keine Ahnung. Was? Ich habe so lange gesprochen über eine Scheiße? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich schon seit über 11 Minuten am Reden war. Mann. Übrigens, ich habe heute auf meinem anderen Account ein richtig krasses, wie ist nun mal, Chanel Sands bekommen. Ich hatte eigentlich vor gehabt, einen ER Sands mir zu holen durch ein bisschen Strongboxing. Ich habe aber stattdessen ein perfektes Attack Sands bekommen. Und dann dachte ich mir, ja gut, scheiß drauf. Dann gehe ich doch mit dem Attack Sands rein. Weil meine Chanel, zugeben, jede Chanel hätte wahrscheinlich einen ER Sands lieber als einen Attack Sands für die Rotation. Dass sie halt, keine Ahnung, 250 ER hat oder so ein Scheiß. Oder 230, 240. Aber stattdessen habe ich halt ein mehr oder weniger, wie gesagt, perfektes Sense bekommen. Es hatte Low Rolls fast nur. Also nicht nur Low Rolls, aber es hatte unter anderem mehrere Low Rolls, was halt schade ist. Aber holy shit, das war geil. Es hat ein Max Roll EM und ein High Roll EM. Es hatte einen Max Roll Crit Rate und einen High Roll Crit Rate. Crit Damage war ein High Roll, ein Low Roll und ein Min Roll, glaube ich. Und Energy Recharge war ein Min Roll und ein Low Roll. Das heißt, weil nee, eigentlich, das ist in Ordnung. Natürlich, man könnte noch sagen, jeden Min-Rolls und Low-Rolls könnte man zu Max-Rolls oder High-Rolls umwandeln. Aber an und für sich, das ist saustark. Das Piece hat irgendwie, was weiß ich, 600 Roll-Value, 700. Ah, nee, warte. Das ist bei fast 800. Das sollte bei fast 800 sein, eigentlich. Es war ja auch ein Fourliner, das ist als Fourliner so gekommen. So, alle anderen Pieces, die ich bekommen hatte, waren komplett Trash und dann kam das hier raus. Ich habe aber auch irgendwie mir. Wie viele? Ich hab drei oder viermal Max gedingst. Ich glaube viermal sogar fast, oder? Nee, dreimal. Ja, viermal, denke ich. Das heißt, ich habe theoretisch fast 160 Pieces reingesteckt. Und das ist dann das Beste, was rausgekommen ist. Von 13 mal 4 halt eben 52. Aber es ist geil, es ist ein gutes Upgrade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein krasses Upgrade noch bekomme. Weil ich wollte eigentlich nur ein ER-Sense haben, das ungefähr so gut ist wie meine Tech-Sense von vorher. Weil meine Chani hat ja schon ein sehr gutes Bild gehabt hier, wenn man sich diese Pieces anschaut. Ich wollte ja eigentlich noch ein besseres Sense haben. Und das Lustige ist, diese Chani ist jetzt besser geworden als meine Chani auf diesem Account. Diese Chani ist schlechter als die andere. Und ich rede nicht nur wegen der C6, die fehlt. Oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, die Artefakte sind schlechter. Wenn man ein Overall-Rating sich anschaut, sind die sogar besser. Das hier ist an und für sich hat das weniger Roll-Value, 2720, was immer noch so viel ist. 2910, sorry. 2910. Und es ist Gold. Ja, Orange, sagen wir. Orange, Lila, 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 Orange. Aber es ist Platz 983. Dagegen hier ist die Chanel. Sie hat mehr Roll Value mit 3170. Und hat auch irgendwie Orange, 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 einmal Blau und Orange. Aber sie ist Platz 1062. Weil scheinbar die Verteilung der Stats nicht so gut ist. Das ist das Lustige. Und die andere Chani hat jetzt sogar mehr CV. Hier 221,6, das andere 223 oder sowas. 223,9, das ist krass. So lustig. Ja, 24 Crit Rolls. Insgesamt, hier sogar
Wave Riders Finn wäre sie Top 1 der Welt. Und, also zumindest ein Monopyro, das ist auch voll cringe, das ist ein Monopyro. Sie haben nur Monopyro für Shiny oder Raiden National, das ist voll trash, um ehrlich zu sein. Weil. Und hier auch voll viel geringprozentige Sachen. Und hier wird es erst ein bisschen höher. Okay, gut, Staff of the Scarlet Sands, dementsprechend. Ja, natürlich ist es nicht so gut dafür. Weil dann würde ich auch Crit Rate overcappen fast. Ne, würde ich sogar. Um 0, was weiß ich, 2-3% oder so ein Scheiß. Also ich finde es voll scheiße, aber ich finde, die sollten hier auch mal ein normales Wave reinmachen. Raiden spiele ich sowieso kaum. So in dieser Team-Comp. Sense gegen Bosse. Diese Hut-Chane ist theoretisch auf der gleichen Kategorie sogar schlechter, aber overall besser. Hier Deathmatch ist besser für sie. Und auf Wraith Riders Finn gerade mal Top 2. Was heißt gerade mal? Aber insgesamt sind die ganzen Prozentzahlen overall geringer. Ich finde es voll lustig, keine Ahnung, ist mir heute erst aufgefallen. Ich wollte es mal irgendwie gesagt haben. Also voll lustig. Ich habe Wave Raiders Finn, glaube ich, sogar auf diesem Account. Nein? Oh, das war der andere. Oho, da ist sogar der andere tatsächlich mit Wave Raiders Finn. Da könnte ich sogar Wave Raiders Finn auf Shanim packen. Aber ich glaube, Wave Raiders Finn ist overall schlechter. Das müsste ich. Moment mal, das will ich kurz nachschauen. Nochmal. Zum Beispiel, also hier. Können wir mal kurz schauen. Ich wäre Top 1 von Wave Riders Finn. Aber. Ne, hold up, was? Huh? What the f. Holy shit. Wave Riders Finn macht sogar. Damn! Damn, warum habe ich dann die Waffe für Raiden gepult? Das ist ja voll dumm. Das ist ja voll dumm. Dann könnte ich, da hätte ich einfach The Catch auf Raiden legen können. Weil ich habe Wave Riders Finn auf dem Account dann. Und Wave Riders Finn macht sogar scheinbar mehr Schaden. Was ist denn das? Okay, 160% ER. Ich habe 200%, das heißt eigentlich, ja gut. Gibt's auch Wave Riders Finn bei 200 ER? Hat Wave Riders Finn überhaupt ER? Oh, ich habe keine Ahnung. Moment. Ich möchte sogar nachschauen. Wave Riders Finn. Wave Breaker. Bin ich behindert? Moment. Wie the fuck habe ich bei Wave Breaker die ganze Zeit Wave Rider gesehen? Ich bin so gottverdammt nochmal blind. Aber okay. Der Shitter Attack. Ah. Ah, nee, dann ist es vergleichbar. Dann bin ich tatsächlich bei 140% auf der. Das funktioniert, hey. Oha. Momedi, Jojo, was geht? Was geht? Willkommen, Stream. Das wusste ich gar nicht. Aber ja, okay, gut. Zugeben, die Chani ist dann wahrscheinlich stärker, aber im Moment. Hat man irgendwie ein System, bei dem man Energy zurückbekommt? Little Burst Damage of the Character Equipping the Surface Increase. Okay, man kriegt. Oh, nachher bereit für ein absolut ehrenloses Challenge für Chi Chi in Mondstadt. Sagen wir, wie lange sie dauert. Ich habe eigentlich keine Zeit. Dafür. Ich wollte jetzt hier ein bisschen mehr darum sprechen. Aber ich habe jetzt nicht Zeit für eine zu lange Challenge. Ne, aber ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass Wavebreakers Finn das macht. Ich hab's vergessen. Nicht lang, okay. Okay, das würdest du wahrscheinlich auch dann sagen, wenn sie lang dauert. Das heißt, ich kann dir eigentlich nicht glauben. Aber das kann ich vielleicht danach machen. Also ja, nachher. Kurz. Ach shit, Moment. Decreases aquatic stamina consumption for your own party members by 35%. Increases underwater sprint speed for your own party members by 15%. Cinematic von Team Aberrant Ability Cooldown increased by 30%, decreased by 30%. Und das ist, glaube ich, egal. Ja gut, das interessiert keinen Schwanz. Aber hey, ich habe das perfekte Unterwasser-Exploration-Team in Genshin. Lässt dich schneller schwimmen, lässt dich länger schwimmen,
lässt dich die Abilities schneller benutzen. Scheiße. Trifft mich nicht mal. Ah, Sakubi hier, was geht? Willkommen im Stream. Ich hab's irgendwie gar nicht bemerkt. Warte, ich habe nicht dann gebraucht. Wenn es zu schwer ist, kannst du auch auf Kea wechseln. Okay. I see. Oh, Moment, was ist das? Stimmt erstmal, Nido hat heute Geburtstag? Was, wenn ich das mache? Es geht trotzdem nach oben. What the fuck? Was ist denn? Warum? Hä? Ach, egal. Das und hier nochmal der Thank You Letter. Das nehme ich natürlich gerne mit. 220 Primos. Und das hier ist, glaube ich, einfach nur Update-Information oder so ein Scheiß. Ah, ne, das kennt man. Oh, mit einmal kann man die Kristalline kriegen. War Wavebreakers Finn auf dem Raiden Weapon Banner damals? Moment, ich will kurz was nachschauen. Hier. Wavebreakers Finn war auf. Hä? Habe ich nicht Wavebreakers Finn? Oh, ich glaube, ich habe nur fucking Muon's Moon und diese Scheiße. Ja, ich habe Muon's Moon und dieses Greatsword da. Oh, shit. Na, ich bin behindert. Ich habe doch keinen Wavebreakers Finn, glaube ich. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Moment. Ja, okay, hold up a sec. Welcher Code war das, auf dem ich hab? Ich hab keine Ahnung. Es ist nicht dieser Account. Ich bin so verwirrt. Habe ich jetzt Muon's Moon oder nicht? Ich mein fucking Wavebreakers Finn. Der Banner war voll stark, actually. Oder was sick. Aber ich hab doch. Ich hab auf diesen Banner nicht gepult, ich hab auf diesen Banner nicht gepult, ich hab auf diesen Banner nicht gepult. What the fuck? Moment. Hat er nicht so... Wo ist das? Muon's Moon. War mit dem Dings einmal auf dem Banner. Ah, ja, genau. Okay, das ist der Banner, auf dem ich gepult habe. Scheiße, ich habe doch keine Wavebreakers, Finn. Akumaru. Ja, jetzt weiß ich's. Aua. Ah. Ah, ich habe doch keinen Wavebreakers-Fan. Das ist sehr schade. Weil es schon was sehr, sehr starkes Fächern nehmen. Das wusste ich gar nicht. Naja. Ich hab Muon's Moon und Akumaru, glaube ich, hieß es. Akuom. Ah, stimmt. Die Voice, den kenne ich sogar. Ah, Moment. Was wollte ich nach... Heilige Scheiße, ich bin so verwirrt. Ich wollte gerade irgendwas nachschauen, aber ich habe es wieder vergessen. Blup. Oh, das waren schon alle Daily Commissions. Hm. Wie habe ich 4 Zuschauer? Wer sind denn 4 Leute? Hast du das?
Ja, ich finde Catherines Stimme im Japanischen klingt voll komisch. Ich weiß nicht, liegt vielleicht einfach daran, dass ich das Game seit über 2 Jahren durchgehend auf 2 Accounts immer auf fucking Englisch gespielt habe, aber Alter. Wie machst du nur eins? Warte, was meinst du mit, bei dir habe ich nur einen? Ja, bei mir sind es 4 scheinbar. Hier. Keine Ahnung. Romelie und die 3 Kronen, die bald auf meinem Albedo drauf sein werden. Hä, Romelie und die, was? Ach so, ja, gut, okay, nee, ich bin behindert. Die Kronen sind auch Zuschauer. Ne? Ja, macht Sinn. Ich habe meinen Resin gar nicht umgecraftet, weil ich behindert bin. Fällt jetzt auf, wenn ich noch weitere... Scheiße, 40 Minuten... 40 Minuten spiele? Kann ich das Resin noch häufiger umcraften? Okay, das bestimme ich vielleicht später. Erstmal gehe ich hier viermal in die Domain rein. Deine Challenge, ja, das kann ich machen. Vielleicht lerne ich einfach on-stream ein bisschen Sport, ne? Ich glaube, Sport lernen, ein bisschen den Inhalt von der Schule sich durchzulesen, ist nicht verboten, solange ich ihn ja nicht teile, die Sachen hier. Solange ich nicht irgendwie aktiv genau zitiere, was hier drin steht, sollte alles in Ordnung sein. Vor allem, weil das Skript auch noch von der Lehrerin selbst geschrieben wurde. Das heißt, wer weiß. Bist du gut im Sport? Ich würde sagen, relativ gut, ja. Es kommt aber halt drauf an, in was. Weil Sport ist ja generell so ein recht breit gefächertes... Gebiet. Ja, okay, ohne Swirl ist schon traurig, was hier gemacht wird. Ja. Ich meine, es gibt ja halt eben dieses typische Fußball, es gibt Akrobatik, es gibt fucking Kraftsport, es gibt was weiß ich was, Turnen. Oh hey, maybe, wenn es Crit Rate bekommt, könnte das gut werden. Wer weiß. Ja, maybe. Ja, ich bezweifle es. What the fuck? Ja, aber das ist ein schlechtes Set, also lohnt sich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass es gut wird, aber wenn es gut wird, dann wäre es nice. Ja, halt eben deshalb ist es, finde ich, ein bisschen schwer zu sagen, weil es halt eben unterschiedliche Kategorien gibt für Sport. Und sagen, ob ich jetzt sozusagen dieses typische gut oder nicht. Ich würde sagen, ich bin schon recht sportlich. Aber ich bin jetzt halt klein. Das heißt, ich bin nicht dieses typische sportlich, was du vielleicht denkst, in sportlich. Ich bin jetzt nicht irgendwie sowas wie hier. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ist nicht sowas wie vielleicht ein Basketballer. Groß und extrem kräftig und sowas. Aber ich bin recht akrobatisch dafür. Und das kann halt eben zum Beispiel ein anderes Verständnis von sportlich sein. Vielleicht brauche ich ein bisschen Clarification für meinen. Egal. Wie sieht's denn mit dir aus, Momeli? Bist du ein guter Sport, wenn du mich schon fragst? Du musst auch eine Gegenfrage erwarten. Ja, das ist leider nicht gut. Das ist auch nicht das Wahre. Grauenhaft. Ah ja, schade. Ich kann nicht mal wirklich... Ja? Habe eine Behinderung. Ist es ernst gemeint oder ist es als eine Beschreibung? Ernst? Oh, ja gut, dann. Mein Beileid, I guess. Oder sagt man das? Bro, meine 4 Sportkurse. Bro, mein Sportkurs 4 Jungen und 25 Mädchen, weil wir tanzen zugeteilt wurde. Weil alles voll war. Der Lehrer macht einfach Tischtennis und 4 Leute hatten Spaß dieses Halbjahr.
Ja, gut, dann ist es halt. Welche vier Leute sind's wohl nur? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ah, schade, das ist ein schlechtes Piece. Holy shit. Damn. Damn, wenn das in Crit Rate geht, eine Menge. Oh, shoot, das könnte gut werden. Ist nicht so schlimm, ich muss einfach vorsichtig sein. Na dann. Also. Wo ist es? Hier. Das ist es nicht. Das wird instant gerollt. Trust, das kriegt Energy Recharge. Ich weiß es, ich spüre es. Ich hab's nicht im Urin. Fuck, Mineral Attack Flat, das ist schon ein kleiner Schlag auf die Fresse. Warte, wie viele Artefakte habe ich jetzt eigentlich? Oh, ich habe eine Menge bekommen scheinbar. Ich habe ja schon ein bisschen reingefordert. Crit Rate, let's go. Das war ein. Bin ich mir da? 3-1er, 3-1er, okay, gut. Low Roll, aber Crit Rate. Low Roll, aber Crit Rate. Es kann richtig gut werden. Es kann noch in HP und Crit Rate gehen. Trust. Es geht nochmal in Crit Rate rein. Oha, noch einmal 3,1. Noch ein Low Roll, aber es ist Crit. Es ist Crit. Ich vertraue, dass dieses Piece gut werden kann. Ich weiß, dass es gut werden kann. Na, schade. Ja, 19 war das. Nicht so das Wahre. Vertrau mir, das Piece kriegt noch einmal Crit Rate und dann ist es ein gutes Piece. Das ist krass. Oh fuck. Oh shit, Mann. Nee, das ist nicht gut. Schade. Schade, schade. Ja. Ja. Habe ich da jetzt schon HP Sense? Mit 4 Crit Rate, ich mein Goblet. Oh. Ja, das war's. nee, okay, gut. Das ist sehr schade. Ich habe nicht mehr viele. Oh, damn. Ich habe nicht mehr viel, was gefordert werden kann. Ansonsten habe ich vorhin ein potenziell akzeptables Sands bekommen für. Oh, Attack, nicht Attack, HP. Der Meinung zu C6 Freener, ich finde es useless. Ich nicht. Ich meine, so, wenn du sie on-field spielen willst. Sie ist nicht schlecht, glaube ich. Bitte Crit Rate. Oh mein Gott, let's hack and go! Now we cooking! Now we cooking, my friends. Ach, die Piece. Ach, das ist einfach nur ehrenlos. Come on, please. Ah, natürlich muss das in Defense Flat gehen, ne? Aber es hat einen Crit Damage Roll, also, komm. Ah, ja, gut, also das wird nicht mehr gut, das Piece. Oh, shit. Warum habe ich so schlechte HP Goblets? So, HP Crit Rate. Ich fordere selten 5-Star-Artefakte rein. Aber ich denke mal, heute wird es Zeit, ein bisschen reinzufordern. Bro, das kann doch nicht sein. Als ob. Als ob ich so viel Pech habe. Es kann noch dreimal in Crit gehen. Das ist immer noch eine Sache, die ich sage. Okay, warte, hold up a sec. What the fuck? Ich meine, mein Crit Rate leidet dann. Moment.
Ich kann sowieso noch einmal in die Domain gehen, mindestens. Ich dachte gerade vorhin, als ich Crit Rate bekommen habe auf meinen Sands, könnte ich vielleicht Farina einfach abschließen. Dann hätte ich vielleicht noch das Goblet. Also wenn es ein bisschen guten Crit Rate gelaufen wäre, dann hätte ich einfach das Sands genommen, hätte ich ein Offset Goblet genommen und dann wäre ich zufrieden und dann hätte ich gesagt, okay, meine Farina ist fertig. For the time being kann ich mich mal auf Noelle fokussieren und wenn ich Noelle fertig habe, dann kann ich wieder auf Farina gehen. Aber nein! Es muss auf HP flat und was weiß ich was gehen. Weil das Game einfach keinen Bock hat zu gehen. Warum soll es auch? Oh. Was fällt dir eigentlich an? Wieso macht deine Freunde so, Alter, halt die Fresse. Oh Gott. Nee. Deine macht mehr und sie ist Level 80, Digga. Du hast sie nicht mal im Showcase, ich könnte es mir nicht mal anschauen, wie sie aussieht, also halt dein Maul. Oder was ist mit Prime Sub passiert? Was ist überhaupt Prime Sub? Ach so. Ja, nee, macht Sinn. Hallo Matthias, by the way. Wollte gerade machen, aber finde es nirgends. Ach so, natürlich, das funktioniert nicht, weil ich nicht gepartnert bin. Kannst gar keinen Prime Sub auf Twitch machen, der nicht gepartnert ist. Zeig mal deine. Ja, chill mal. Das halt, jetzt hätte ich halt zu wenig Crit Rate, wenn ich so einen mache. Wenn ich das mache, habe ich zwar mehr CV, aber ich habe viel zu wenig Crit Rate dann. Das ist Trash, das kann man dann nur in Freeze spielen. Nicht bei dir, aber bei jemand anderem, bei dem ging es vorher. Oh ja, gut, dann keine Ahnung. Zeig mal Crit Rate. Zeig mal Crit zu Crit Rate und ihr Leben. Ich habe 40.000 HP. Und scheinbar zu wenig Crit Rate. Ich wäre gerade mal bei 74. Das ist wenig. Ja, damn, ich hasse es. Wie hat die so wenig, Mann? Also ich weiß wie, aber. Crit Rate, okay, nee, die Crit Rate ist nicht okay. 74 ist nicht genug für 191,5 Crit Damage, da macht es weniger Sinn, sowas zu machen. Wobei. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden es macht. Overall. Bin dann wieder weg. Euch noch einen schönen Abend. Jojo, Matthias, danke. Ciao, ciao, dir auch. 0 IM. Auch geil. Das heißt, wenn ich den Double Pyro benutzen würde. In Vape dann nicht. Und The Gamer, Jojo, was geht? Willkommen im Stream. Mann. Ach, Mann. Ich hasse es. Warum musste das so scheiße rollen? Ich mach's trotzdem noch ein bisschen weiter. Wow. Das war's. Ich mach mal einen plus Vierer rein. Au. Oh. Holy, den behalte ich lieber noch. Ach komm, das kann nicht sein. Nicht viel bisschen League spielen. Bei dir? Es geht. Ist 90 zu 210 gut? Lass mal kurz nachdenken bei deiner Waffe. Du musst ja 90 abziehen. Wenn wir 90 abziehen, dann können wir einfach sagen, theoretisch 45 Crit Rate weniger, dann wärst du bei 45. Dann müsstest du nochmal schauen, sagen wir mal, wir gleichen die Ratio aus. Nein, nein, musst du nicht. Doch, musst du abziehen. Natürlich, du kannst sagen, overall ist die Ratio gut, aber die Frage ist, im Vergleich zu den Artefakten, sind die Artefakte dann gut? Das ist die Frage. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ist es gut, ist es schlecht. Du kannst auch sagen, zum Beispiel bei Shani ist 60 zu 150 gut. Es ist sehr gut, wenn du eine Catch hast. Es ist sehr schlecht, wenn du fucking, wie ist nochmal, wenn du fucking Staff of the Scarlet Seals hast. Das ist der Unterschied. Und 90 zu 210 ist an und für sich in Ordnung.
Aber dann kann man es nochmal vergleichen darauf, wenn du die Waffe hast, wie gut ist die Waffe dann? Weil wenn wir das dann abziehen, so, okay, gut, dann gehen wir eher auf, sagen wir mal, 90 zu 120 ist es von den Artefakten her. Und sagen wir mal, 90 zu 120 können wir noch ein bisschen die Crit weiter nach oben ausgleichen. Crit Rate ist dann, sagen wir mal, 70 plus nochmal 40, 120, das wären dann ungefähr das gleiche wie 70 zu 140, zu 160. Das ist in Ordnung. Und das ist dann nicht omega krass, aber es ist in Ordnung. Zum Beispiel, es wäre schlechter als meins. Das heißt, deine Artefakte sind schlechter als meine. Das kann ich dir sagen. Dadurch. Weil, oder? Ich kann nicht sagen, definitiv sie sind schlechter, aber sie haben weniger Crit Value zum Beispiel. Wäre 79 zu 110 gut? Es kommt drauf an. Aber es lässt sich, also, natürlich, es ist overall wahrscheinlich viel schlechter als zum Beispiel jetzt die 90 zu 100, 210er, da müssen wir uns auf die Situation abmessen. Müssen wir mal schauen, was hat Furina überhaupt für eine Rolle in deinem Team. Aber allgemein ist ihr Personal Damage dann nicht so gut. Das kann ich sagen. Und dass die Artefakte dann wahrscheinlich vom Crit Value her auch nicht so gut sind. Nee, das ist deine Hutau. Ja, gut, dann Hutau hat nur einen Zweck zu erfüllen. Das ist On-Field DPS, Main Driver. Mein Freener ist Sub-DPS. Ja, Freener ist auch Sub-DPS. So funktioniert das ja allgemein. Ja. Mein Freener ist Exploration Utility. Ja, dann reicht's auf jeden Fall. Also ihre Exploration Utility ist ja einfach nur, dass man sie halt benutzen kann für Exploration. Natürlich. Ich kann sie auch als Main spielen. Oh Gott. Hast du C6? Also ich vergesse immer, wer C6 hat und wer nicht. Jetzt Trust Fremenay Damage Incoming. Der ist krass. Ich meine, dieser Fremenay zum Beispiel hat jetzt auch nicht die beste Ratio. Was ist das? Also, seine Ratio ist ja ungefähr sowas wie 79 zu 110, weil ich VPs Blizzard habe und Double Cryo. Eigentlich bin ich eher bei 100. Zu 100. Wie viel habe ich? 110. Oh shit. Das mache ich, Alter. Das ist so dumm. Dachte ich, hat dich in der Front, ist aber nee. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer bei mir in der Front ist. Oh shit! Ah! Ach scheiße! Scheiße, meine Freunde ist auf Uja? Das ist dumm! Ja gut, ich bin wieder raus. Das mache ich nicht mit. Ah, Mann, das ist halt ein bisschen schade jetzt, wenn ich so nachdenke. Ich will eigentlich mehr Crit Rate auf der Freena haben, aber ich denke sogar fast, dass dieser Bild besser ist. Moment, was ist jetzt der Vorteil vom einen gegenüber dem anderen? Auf jeden Fall hat das hier EM, das heißt, das ist... Okay, ich werde sie sowieso nicht wirklich auf Vape spielen können, weil das der einzige EM ist, den sie hat. Und das Goblet, das sie hatte hier, hat ein bisschen mehr Crit Rate. Aber es hat auch noch ein HP ein bisschen gehabt, im Vergleich zu dem hier, glaube ich. Genau, das hat nur ein bisschen mehr Defense. Das hier hat noch theoretisch 478 HP mehr. Ja, meine Freena, hattest du schon mal gesehen? Sie ist C6. Ja, gut, dann warum auch nicht. Okay, diese 400, die dann theoretisch an Differenz vorhanden sind. Wobei, das ist. Hier habe ich auch noch 200 mehr. Das heißt, Differenz ist eigentlich noch geringer. 478, ja, gut. Das heißt, ich müsste theoretisch nochmal 100. 120 von dem hier. Also 120. Weniger als diese 400. Irgendwas. Moment.
120, das hier sind dann 358. 358 von dem ist sau wenig. Das ist nicht mal 1%. Das heißt, sagen wir mal, wir können 1% nochmal hinzurechnen, den sozusagen diese Attack Flat mir bringen an Damage. Und dann kann ich noch einen Crit Multiplier mir mal ausrechnen. Mein derzeitiger Crit Multiplier ist, also 74%. Crit Rate ist es ja, wegen, wie ist nochmal. Halt eben, weil ich ja noch den Effekt von der Waffe draufrechnen muss. Oh shit. Das war aus Versehen. Ich bin mit 0,74 mal 1,91 ungefähr. Das ist mein Crit Multiplier. 1,915. Ja, gut, das ist auch egal, aber. Ich nehme den mal mit rein. Und das andere wäre. Was war denn mein alter Freena-Build? Das kann ich so nachschauen, ganz kurz. Ah, falscher Account. Also hier. Das ist der falsche, das ist der richtige. Aber der hier ist natürlich besser. Wobei ich hier weniger HP habe, zugegeben. In Double Hydro hätte ich 38.457. Ich habe weniger HP, aber dafür habe ich viel mehr Crit. Was ist denn hier ihre Ratio? Ja gut, das ist viel besser. Viel, viel besser. Aber ich will ja einen Vergleichswert zu. Digga! Halt die Fresse, Freena. Ich habe nur F1 gedrückt. Was ist passiert? Hör mal, F1. Oh. Okay. Ich wusste gar nicht, dass der Parasol so ein Feature hat. Warte, gib mal was vom Gelb. Was? Gib mal was vom Geld ab. Ist ja cool, wie ist da nichts mehr da? Aber oh, wirklich. Ja? Moment, mein Vater. Okay, jetzt ich habe es hier kurz ein bisschen weiter gemacht. 1,612. Ja gut, also der Crit Multiplier und jetzt kann ich es theoretisch noch, sagen wir mal 0,99 machen. Oder hier könnte ich mal 1,01 machen für den 1% Unterschied, den man bekommen würde. Durch diese Attack. Ich meine durch die HP Flat. Okay, ich mach's nochmal 1,01. Kann ich hier sagen, A geteilt durch B und okay, ich habe einen 6% DPS Zuwachs durch den Tausch der Artefakte. Also ja gut, komm, dann mache ich es einfach so. Das ist wirklich nicht das wahre Piece. Aber mein Crit Multiplier hat sich erhöht. Okay, was vielleicht auch Sinn macht, weil das hat halt einfach. Das ist einfach ja ein Wandel von nicht mal 15 CV zu über 30 zu 33,4. Natürlich kriege ich dann mehr. Egal. Ich würde Crit Damage, aber dafür Goblet und Sans HP. Nein, ich habe das gerade vorhin nicht gelesen. Kann nur fragen mich, wo das hin ist. Wäre Freena lieber Crit Damage oder HP Percent? Ich mich auch nicht da, wo es sein sollte. Das Geld, schade. Ja, ich würde Crit Damage, aber dafür Goblet und Sans HP. Ich meine, Sidestats auch Crit Damage. Oh, my bad. MVHP hat deine Freena. Wie viel? Meinst du meine jetzt, oder? Ja, nein, ich bin verwirrt, egal. Um die 40.000. Ah, das hat gerade. What the fuck, Moment. Ich muss kurz. Ich muss die Sachen wieder zurücktauschen. Sonst wird's hier noch ganz wild. Jetzt könnte ich natürlich mit Freena sagen, ich verlange dieses Artefakt zurück. Von Neuvillette. Oh shit, dann würde ich nicht mal overcappen. Hey.
Oh, da hab ich zu wenig Crit Damage. Da habe ich viel zu wenig Crit Damage. Oh shit. Damn, stimmt. Ich weiß, es war nicht mal an mich gerichtet, aber es würde funktionieren. Zugegeben, jetzt ist der Crit Multiplier aber ein bisschen scuffed vielleicht. Warte mal, jetzt bin ich bei theoretisch 96,5. Also hier nochmal kommen. 0,965, 96,5. Was? Was? Ich dachte hier. 96,5 mal 1,5. Oh, das ist besser sogar. Damn. Okay, es kann man auch sich schon davon ableiten, dass es mehr CV hat. Und dass sich die Ratio jetzt nicht unglaublich auf den Kopf gestellt hat, aber trotzdem. 1,557. Wobei doch hat sie schon. Also eigentlich hat sich genau auf den Kopf gestellt, also andersherum gedreht. Aber vom Verhältnis, ja, von der einen zur anderen Richtung sind etwa gleich. Ja gut, nee, das macht viel mehr Schaden. Aber die Frage ist jetzt halt, wie sieht zum Beispiel mein Nivellet aus? Jetzt hat mein Nivellet viel zu viel Crit, viel zu wenig Crit Rate, meine ich. Ja. Jetzt hat er ein F. Nee. Wie findest du die neue Fortnite-Map? Ich hab keine Ahnung. Ich spiele kein Fortnite. Ja, jetzt würde ich halt dann auf das Piece hier gehen. Jetzt ist mein Nivellet halt wieder schlechter. Das ist halt die Sache. Hier. Ich frage dich jeden Tag. Ja, sorry, das ist mir trotzdem scheißegal. Wie die Fortnite-Map sich verändert. Okay, jetzt habe ich gerade halt einen Top 5% Nivellet auf Platz 1100, auf Platz 1091 von 22.000. Bei einem 130% Energy Recharge Nivellet. Und bei den anderen bin ich jetzt auch nicht so die beste Kategorie, aber ja, gut, mal schauen. Und wenn ich jetzt halt wegmache. Oh shit, ist er nach oben gerutscht. 29, holy shit. Viel schlechter ist geworden. Viel, viel schlechter. Oh mein Gott. Wo ist der Average Damage pro Rotation? Davor war ich bei 2,2 Millionen oder sowas. Oder, nee, 2,8 Millionen. Ja, gut, jetzt hat sich dieser Damage verminus 30% facht. Oh mein Gott, der Discord-Ping bei dir hat mich gerade übelst abgelenkt. Ich habe auf meinen DC geschaut. Und ich habe für 0,7-fach, das ist mir egal. Ich musste nachdenken und während ich gesprochen habe, habe ich es ausgerechnet. Das ist schade. Das ist viel schlechter, actually. Ich habe jetzt halt auch kein irgendwie HP-Goblet wieder, mit dem ich es verbessern könnte. Ich meine, das Sans ist auch nicht das Wahre. Aber hier habe ich auch nichts Besseres, wirklich. Wie viel Crit habe ich? Ich muss mehr auf Crit Damage gehen, wenn überhaupt. Ich denke, ich habe nichts mit mehr Crit Damage auf dem Sans. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine guten HP Sans. Das ist theoretisch nicht mal schlecht. Außer zu viel Raid. Das ist sau schade. Ja, die Freena wird davon halt deutlich besser. Aber das ist das Einzige. Freena wird davon besser. Aber Nivellet wird dafür unvergleichbar schlechter. Also Freena kriegt davon irgendwie ein 10%. Wenn überhaupt Damage Buff obendrauf werden, ne, wenn minus 30 verliert. Ich meine, wie sieht jetzt Freena? Okay, gut, nee, das könnte ich nicht Freena antun, weil. Guess what? Da hätte sie nicht mal mehr ein 4-Piece. Das heißt, ich muss bei dem hier bleiben. No? Ne, warte, das nicht. Ja, what the fuck? Okay, hier muss ich auch nochmal ausrechnen. Moment. Was habe ich jetzt gerade? 147,1. Kann ich einfach 47,1 mal nochmal 0,65. Oh, das ist sogar besser. No? Das ist sogar besser, als wenn ich Crit Damage benutze. Mal, welches hatte ich überhaupt davor?
Das hier. Oh, ich verliere aber gut an HP. Moment. Was? Ach, stimmt. Ja, das ist weniger als ein 1% Damage Increase. Und das wird alleine schon durch die HP ausgeglichen. Nee, das ist besser. Das ist tatsächlich besser, der Bild. Das ist der beste, den ich mir derzeit holen kann. Das ist ein bisschen schade. Ich wünsche mir wirklich, ich hätte einen Sense mit ein bisschen mehr Crit. Ah, Mann, egal. Oh, yes, habe Hydro Damage Bonus, Damage Boost mit HP% Aufladerat, % Crit Rate und Crit Damage bekommen für Freena. Nee, du brauchst glaub und nicht mal Hydro Damage Bonus, wenn ich mich täusche. Free. Hat jemand Lust, Hunter Domains zu machen? Ich würde es einfach aus dem Grund nicht machen, weil ich noch mein Friendship XP hier brauche. Also no offense, aber nee. Ich habe noch nie mit Freena und Charlotte unterschiedlich Friendship eingesammelt. Ich habe immer gleich viel mit denen eingesammelt. Warum hat Freena gefühlt 10 Friendship mehr? Das sind wahrscheinlich eher 40 oder so. Aber holy shit, was soll das? Sollen genau gleich viel haben. Nicht 10 Differenz. Naja, ist egal. Ich erreiche damit heute Battle Pass erstmal 50 erstmal. Ansatzbohr war wunderschön, ich weiß. Und jetzt claim ich mal all. Ich habe nicht genau 720.000 Mara bekommen, weil ich einmal aus Versehen 16.000 schon vorher geclaimed habe. Aber ist auch fein, denke ich mal noch. Und ja, ein bisschen von den Sachen hier sind alle natürlich gut mitzunehmen. Also dann. Den Battle Pass habe ich nur noch 2 Wochen durch, bevor er zu Ende ist. Was ist das? Gotto! Hui! Ja, ich warte mal noch ein bisschen hier gerade. Die Frage ist jetzt aber auch unter anderem, will ich jetzt einfach Noelle weiterbilden? Sag's halt, ich bin schon nicht wirklich zufrieden mit Freena. Nicht ganz, ich bin noch nicht fertig, denke ich. Ich habe über 200 CV inzwischen, aber was natürlich nicht schlecht ist. Aber die Ratio ist halt leider ein bisschen am Schlagen. Die hittet mich ein bisschen hard aufs Face. Man, imagine, das wären HP Flats gewesen. Ich meine HP Percentages gewesen. Oder die wären in Crit Rate gewesen. Dann wäre das wirklich ein gutes Bild. Aber so nicht wirklich. Ich habe auch nicht so viel ER. Ich habe voll wenig. Man. Ich könnte sogar schon Crown. Wenn ich Crown wollte, denn das habe ich auch nicht umgecraftet. Und ich werde auch nicht Crown für die nächsten paar Wochen. Also erst nächsten Montag, aka in 8 Tagen, wenn ich sie Crown kann. Wobei, nee, da werde ich auch nicht Crown. Holy shit, was denke ich mir da? Ich bin da nicht mal zu Hause. Montag in einer Woche bin ich nicht mehr zu Hause tatsächlich. Da bin ich in was weiß ich wo. Bin ich mit der Big Band unterwegs. Beziehungsweise da schreibe ich noch eine Deutschklausur und dann gehe ich los. So. Ah, die Frage ist, will ich jetzt mein Resin benutzen für die jetzt einfach? Noelle? Holy shit, das ist ja voll scheiße. Ich habe sie gerade mal C2, das kann nicht sein. Was war das? Oh nee. Das ist voll blöd. Das ist kacke. C2 Noelle, how? Was meinst du mit how? Dass sie zu geringe Con ist? Dass ich mehr haben sollte? Soll das ein Zeichen sein, dass ich glücklich bin, so wenige Noelle Cons zu haben? Sogar ich habe sie C6. Ja, ich habe sie nicht C6, weil ich nicht auf ihre Banner gepult hatte. Ich habe sie ausschließlich, glaube ich, durch Weapon Banner, Standard Banner oder sonst irgendwas bekommen. Und natürlich der eine, den man... Oder 50-50 Loss auf Character Banner. Forster 50-50 Loss. Und natürlich die eine Noelle, die man garantiert bekommen hat durch den Novize Wishing Banner. Ach, das hat die jetzt echt... Digga, oh mein Gott, ich war so verwirrt. So, warum habe ich den ausgewählt, wenn er doch so scheiße ist? Für Noelle ist mir aufgefallen. Stimmt, sie scaled mit fucking Defense. Deshalb habe ich ihr dieses Circlet gegeben. Ich habe vergessen, dass Defense nützlich auf ihr ist. Dass Defense tatsächlich nützlich ist. Ja. Habe ich hier... Surely habe ich fucking Defense Double Crit. Ich habe nicht Defense Double Crit? Das kann nicht sein. Oh mein fucking... Seht ihr das?
Seht ihr das? Seht ihr das? Hä? Digga, das kann nicht sein! Fucking hell! Bro, ich hab maximal Single Crits. Also, ich will nicht sagen, aber... Jedes andere Set hat mindestens einmal irgendwo Double Crit. Double Crit, Double Crit, Double Crit. Okay, hier nicht. Double Crit, Double Crit. Was noch? Okay, jetzt. Hier muss ich ein bisschen weitergehen. Okay, nee, doch nicht. Ich habe die schon alle weggedingst. Die von den anderen Sets habe ich längst weggestrongboxed, denke ich mal. Aber trotzdem, das kann ja nicht sein. Ich muss offline lernen bei Jojo, dann Jojo und Momeli. Ich habe noch nicht mal das Thema angeschaut und morgen test. Oh, das ist nicht gut. Ich habe zumindest alle Themen mir schon mal angeschaut und kenne erstmal den groben Überblick für alles. Bei meinen Klausuren. Ich habe noch einen Tag Zeit. Naja, gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg, Mann. Das ist... Boah, das ist brutal, Cope. Oh, die sind auch nicht die wahren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe genug Offsets, so viel lässt sich sagen. Ich habe genug potenzielle Offsets. Das ist sogar überraschenderweise gut. Schade, dass es nicht Percentage Defense ist, aber Attack ist ja auch recht gut auf ihr, solange du sie nicht C6 hast. Solange du nicht C6 hast, ist sogar Attack ein besserer Stat als Defense für ihre offensive Möglichkeit, glaube ich. Ability oder wie auch immer. Deshalb benutze ich auch mit Attack. Ja. Der Bild ist nicht der wahre. Das muss ich zugeben. Wenn ich hier aber noch vielleicht so 25 CV mehr bekomme, wäre ich vielleicht bei 170, 180. Ja, also. Gut. Die Nell ist es noch nicht, das weiß ich auch. Und die Waffe hier ist es auch nicht. Holy shit. Frage ist, will ich jetzt für Noel farmen oder will ich einfach Artefakte weiterfarmen? Was braucht Noel nochmal? Also wie viel braucht sie nochmal? Und was sind ihre anderen Materials? Shit, was ist überhaupt hier? Valberries. Und... Okay, die Scheiße. Davon habe ich genug. Die ist Ascension 1, das heißt... Ja, weißt du was? Nee, ich glaube, es ist einfach auch mal tatsächlich gesund, sich nicht mit Artefakten zu beschäftigen, einfach mal für eine Zeit nur noch Boss-Materials zu farmen. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal ein bisschen Boss-Materials zu farmen. Ich kann jetzt auch recht schnell zu dem Typen rübergehen, ohne dass ich noch einen TP-Point extra dafür erstellen muss. Oh, hey. Moment. Was? Das zerstört das nicht mal? Das ist ja traurig. Hab nie gelernt, wollte immer nur zocken. Ja, ich will auch nur zocken die ganze Zeit. Aber ich muss danach auch auf Hochtouren lernen. Weißt du, ich kann mir noch währenddessen zum Beispiel anschauen. Kraft wird unterteilt in vier unterschiedliche Kategorien der Kraft. Man spricht von der Maximalkraft, Schnellkraft, Reaktivkraft und auch der Kraftausdauer. Reaktivkraft und Schnellkraft ist übrigens der größte Scam der Welt. Weil das ist gefühlt das gleiche, bloß das Reaktivkraft noch ein bisschen was mit exzentrisch-konzentrischer Schnellkraft zu tun hat. Das ist auch der Scam, Alter. Reaktivkraft ist auch Schnellkraft. Aber sie haben es nochmal unterteilt. Sie haben gesagt, wir haben ganz oben Maximalkraft. Und das lässt sich nochmal unterteilen in Schnellkraft und Kraftausdauer. Und zur Schnellkraft gehört theoretisch noch die Reaktivkraft, aber das ist nicht mehr Schnellkraft. Sondern es ist noch eine neue Kraft. Es ist auch eine Schnellkraft, aber es ist eine andere Kraft neben Schnellkraft. Trust. Das ist so ehrenlos, Mann. Das kannst du gar nicht fassen. Kann ich? Ich habe den Parametric Transformer nie benutzt. Gefühlt. Mal wieder. Was passiert, wenn ich jetzt... Ah, scheiße.
Fuck you. Komplett vergessen, dass der Typ voll der Spaß ist. Ich bin mir sicher, ich könnte auch irgendwie da oben so treffen. Oder so ein Scheiß. Aber ich mach's einfach so und dann ist er tot. Wenn ich critten würde mal. Danke. Okay, vielleicht hätte ich noch ein Freelancer Skill dazu zünden sollen. Aber es passt auch. Ich bin sicher, der wird jetzt nicht hier hinkommen, beziehungsweise... Was? Ja, mach den doch. Ja, stirb mal. Fuck you. Danke. Surely. Oh Mann. Oh Mann. Doppel-O, Mann. Schade. Aber wirklich, was. Ich verstehe immer nicht, was der Unterschied aus Reaktivkraft ist. Die Fähigkeit bei Dehnungsverzug ist bla bla bla. Der Muskelstein einen hohen Kraftstoß zu erzeugen. Das heißt einfach nur ein schneller Kraftstoß. Aber das ist doch auch Schnellkraft, ihr Lappen. Konzentrischer und exzentrischer Arbeitsweise. Wahrscheinlich einfach sozusagen der Übergang von der einen Kraft zur anderen. Dass man den schnell hinbekommt. Sowas wie wenn du springst. So, wenn du rennst und dann springen musst. Da musst du sozusagen ja Kraft aus der Geschwindigkeit in die Höhe erlangen. Ich finde das trotzdem voll behindert. Konzentrisch heißt sozusagen auf deinem eigenen Zentrum und exzentrisch heißt nach außen hin. Weil natürlich Kon im Zentrum, mit dem Zentrum und Ex aus dem Zentrum. Irgendwie klingt der voll anders im Japanischen. Warum ist hier so viel Scheiß auf den Dächern? Wie viel Prozent habe ich hier? 68. Ja, okay, gut. Kann man wohl so machen. Spielt's immer noch japanisch, ja. Komm, ich bin jetzt noch zu faul, es zu verändern. Ganz ehrlich, ist ja auch egal. Habe ich auch mal eine neue Experience mit den Voice Actern. Die sind ja eigentlich voll gut. Und dann habe ich auch tatsächlich mal die 10 GB genutzt, die ich hier gebraucht habe, um das herunterzuladen. Vielleicht sind es auch nur 9, aber du weißt, was ich meine. John's Domain. Ja. Morgen. Oh, was? 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 Mir fehlt jetzt das auf, dass der Sparrow Biss hier auch ist. Start. Wow. Kann's nicht quick starten. Was ein Scam. Oh, ich kann schon wieder besiegen. Let's go. Kimi ni Sasageo. War nicht Sasageo Opfern? Shinzo Sasageo aus AOT. Opfert eure Herzen. Das heißt so, Kimi ni Sasageo heißt doch dann sowas wie ich opfere mich für dich oder so ein Scheiß oder für dich opfern. What? Der Bastard ist nicht mal respawn. Was labert ihr? Ihr Bastard! What? Ha! Der ist sowas von nicht respawned. Was ein Scam. Gaslighting. Aber wirklich, das Buch, das ist krass. Das ist so ehrenlos. Oder warte, meinst du mich? Meinst du mich, dass ich früher gestalte? Na, ah, keine Ahnung. Nee, das mit dem. Mit der Hypo. Ja, Digga, das ist ja voll der Scam. Wirklich. Er sagt so, hey, hey, hey.
das ist da und so. Da gehe ich hin. Aber es ist einfach nicht da. Der lügt einfach. Was ist das? Oder es ist halt einfach, ich habe mich zum TP-Point so gesetzt und das war schon in Ladereichweite sozusagen. Und das war so 2 Sekunden bevor der gespawnt ist. Also ich denke mal, das ist der Grund warum, aber Bro, das ist ja voll der Scam, der lügt einfach. Ich bin noch nie von hier gefühlt dorthin gegangen. Oh doch, bin ich safe, aber ich kann mich einfach nicht an dieses Tor erinnern. Ne, ich glaube, ich bin einfach von der anderen Seite. Ja doch, ich glaube, ich bin nochmal von der anderen Seite hier reingekommen. Wobei, ne, ich habe keine Ahnung. Actually. Ja, Digga, mach doch auch! Ja gut, dann hätte ich dich halt nicht. Bastard. Ich finde es lustig, dass man das sogar mit Solo-Damage hinbekommt. Also mit Solo-Damage. Natürlich. Du Bastard! Aber ja, gut, der wird nichts machen können. So, lol. Was will er machen? Wird halt einfach so gespammt, das ist so Spawn-Camping, man. Das kann man gar nicht fassen. Alter. Nochmal ein Zweier natürlich, warum auch nicht? Und oh mein Gott. Das Piece war auch wieder grotesk schlecht. Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Damn, das Spiel mag mich wirklich immer noch nicht. Abortion ist Spawn-Camping. Oh shit. Aber true, true. Wobei, ist es Spawn-Camping, ist es schon vor Spawn-Camping eigentlich? Es ist... Warte. Spawn-Camping ist eher so wie... wenn EDP ins Krankenhaus geht. Ich würde sagen, das ist Spawn-Camping. Aber... So, Abortion würde ich nicht als Spawn-Camping bezeichnen. Das ist ja, du killst einen einfach schon, bevor er gespawnt ist. Weißt du? So, das ist... Keine Ahnung. Ich bin so behindert, das kann man gar nicht fassen. Ne, der ist halt wohl mal. What? Ich will das Team mal ausprobieren. Ich bin mir recht sicher, es funktioniert. Es ist nicht unbedingt das beste Team. Aber es funktioniert bestimmt. Ich sollte mal wirklich hier auf diesem Moment. Ich will eigentlich auch noch was anderes mal nachschauen. Ob ich es vielleicht mal hinbekomme, ein Energy Recharge Sense zu bekommen von Dings. Ich weiß, dass ich keins habe, das gut ist. Sonst hätte ich es schon längst auf Xinqiu gelegt. Ja, hier ist auch wirklich keins. Aber ich hätte halt wirklich gerne eins mal. Weil ich glaube, bei Xianli wäre es wirklich sehr gut. Mal ein bisschen mehr ER hinzubekommen. 208 ist nicht das meiste. Es ist in Ordnung, aber ohne Fav ist es schon ein bisschen rough. Oh, Scheiße. Oh shit. Ja, das Team ist recht stark, ne? Ich würde das mal gerne mit Biss ausprobieren. Ich bin recht sicher, es funktioniert. Problem ist ein bisschen das Grouping. Wobei ich das einfach umgehen kann, indem ich das auf die zweite Hälfte lege. Und nicht auf der ersten Hälfte. Das Spiel auf der zweiten Hälfte ist, glaube ich, sogar actually richtig gut. Und ob ich genug Hydro für die andere Seite übrig habe. Oh, ich glaube, das muss man mich nicht fragen. Ah, ja. Also, habe ich genug Hydro? Hm. Ich weiß, keiner hat gefragt. Aber das war meine Frage.
Komm, ich, wirklich, ganz ehrlich, ich sollte lernen, aber fuck it. Ich habe eigentlich noch Hausaufgaben. Shit. Oh. Shit. Ja, das ist einfach ehrenlos, das Team. Ah, scheiße, Pyro. Mann, warum ist er so stark? Procrastinating, let's go. Oh, ja, das ist einfach... Such is life, my friend. Such is life. Sometimes procrastinating is the way to go. Ja, jetzt ist die halbe Application nicht die geilste gewesen. Ja, gut, komm. Ja, ein bisschen hätte ich vielleicht mehr Fokus auf was anderes setzen sollen, aber... Ich glaube sogar, ich mache erstmal das hier, dann kann ich ein bisschen beten. Nee, kann ich nicht. Ich bin behindert. Ich bin so behindert. Naja. Holy shit. Also wirklich. Ja, ich bin behindert. Procrastinating is never the way to go, it's the way you will go tomorrow. Ja. Eigentlich true. Deshalb werde ich auch noch lernen, keine Sorge. Ich verstehe nicht Kowakunai. Oder Kawakunai. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was mir einfällt, ist Kowai. Oder die Verneinung davon, Kowakunai. Das würde aber heißen... Yuegue? Oh nein. Komm, dann mach's doch auch einfach irgendwie, was weiß ich. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was die Kanjis von... Yuegue heißen würden, also auf Japanisch. Aber Digga, man kann doch einfach die Kanjis benutzen, also einfach die technischen Zeichen benutzen, einfach als Kanjis direkt eintragen. Holy shit, warte, ich habe nicht mal eine Minute gebraucht dafür. Ist ja voll schnell gewesen. Ja, das meine ich mit Energy Problems mit meiner Chance. Nice. Wo waren es 60k jetzt? Ich glaube schon. Ich glaube, das war's schon. Fast. Ja, ich bin fast gewonnen, hier. Was? Damn. Das Team ist wirklich stark. Ich hab's Chicken in einer halben Minute fast gekillt. Gut, hier ist das Grouping jetzt natürlich mit Kazuha viel entspannter. Warte, was? Okay, das habe ich irgendwie gerade suboptimal gespielt. Oh shit. Das war suboptimal, Mann. Das war gar nicht. Ja, komm her. Ich habe vor lang nicht mehr eine Villa auf dieser Seite gespielt, kann es sein?
Oh Scheiße. Cookie ist gestorben. Ist ein bisschen schade, weil sie ist meine zweite Quelle. Shields ist ja schön. Digga, ja, deren Stimmen kann man gefühlt überhaupt nicht verstehen. Japanisch. Weißt du, wahrscheinlich war da, dass ich generell die Sprache nicht verstehen kann, denn dann kommt wieder drauf an, dann kann ich es auch nicht verstehen. Ich baue auf jeden Fall nicht alle Stacks auf hiervon, aber ich krieg trotzdem nicht schlecht Damage hier. Oh, das war's. Ey, das ist voll nice. Das zweite Team macht wirklich Spaß, wenn du nicht... Also generell jedes Nivellet-Team, finde ich, macht Spaß, wenn du Kasuha mit drin hast. Was du halt normalerweise immer machen solltest. Es sei denn, du hast Freena drin, dann kannst du auch mit Jean austauschen. Aber ansonsten... ich finde halt... Ja, wie gesagt, Kasuha in Nivellet-Teams macht sehr viel Spaß, weil du einfach die kleinen Gegner auch gut zusammenpullen kannst und dann ist einfach unendlicher Schaden. Und dieses Team ist auch wirklich nice mit Freena, Bennett, Channing, Xinqiu. Sau cool. Ich hab's auf einem anderen Account schon mal ausprobiert. Heute erst. Aber ich glaube, da habe ich die Teams andersrum gehabt. Also, ich habe ja nicht so viele Hydro-Charakter. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt auch beide Richtungen mal gemacht. Also hier habe ich es jetzt nur in eine Richtung gemacht. Aber ja. Ach so, egal. Ich finde es halt ein... Ja, ich würde halt einfach generell nur ungern dieses Team auf der anderen Seite spielen, auf erste Hälfte. Weil das Grouping sonst ekelhaft wird. Und jetzt muss man dieses Grouping da machen mit Movement. Was ich zwar machen kann und auch gemacht habe auf der anderen Seite dann. Aber es ist nervig. Deshalb, wenn möglich, vermeide ich es. Und das Team... Ich sag sogar, das Team ist halt sehr viable aus dem Grund, weil es kein Main-DPS mehr hat. Wenn Freena drin ist... Xinqiu ist ein Sub-DPS, Bennett ist nur ein Off-Field-Buffer, Xianli ist ein Sub-DPS oder Off-Field-DPS eher. Und... In dem Fall switcht man sowieso durch die Charakter herum, vor allem zu Charakter und... zu Bennett und zu Xianli switcht man... Ich bin zu verwirrt. Zwischen Bennett und Xianli switcht man ja sowieso die ganze Zeit, um Energy zu funneln zu Xianli. Und Xinqiu, was weiß ich, Freena, habe ich jetzt bemerkt, das müsste man ein bisschen aktiver machen. Aber auch da, das geht ja. Also ich kriege jetzt vielleicht nicht Full Stacks, aber ich kriege schon auch nicht wenige Stacks. Also ich kriege auf jeden Fall genug, um die Chambers hier gut zu zerstören. Weil das auch wahrscheinlich teilweise an der Channing geschuldet ist, die halt sehr stark ist. Inzwischen ist sie so Freena, denke ich mal, sogar nicht scheiße. Also sie ist, ich würde sagen, sie ist nicht schlecht. Sie ist wirklich nicht besonders gut, aber sie ist auch nicht kacke jetzt. So, das Piece ist, das ist halt ein schlechtes Piece. Das ist sehr gut, das ist auch sehr gut. Das ist in Ordnung als Offset und das ist ein bisschen sehr cope, aber es ist in Ordnung. Es ist schade, dass ich keinen besseren Crit Damage Teile habe hier. Das ist mein bestes Piece ist. Ja, hat man doch bemerkt, ich glaube, bei meiner Freena ist die Energy trotz Sack Xinqiu manchmal ein bisschen scheiße, weil mein Xinqiu nicht immer sein Sack prockt. Und ja, das Problem dafür ist, dass ich es gerade mal R2 habe, nicht R3. R3 wäre halt wichtig. Dann wäre es zum Beispiel einmal alle 22 Sekunden zu 60%. Das wäre recht gut. R5 ist ja zu 80%, hat es eine Chance, alle 15 Sekunden, glaube ich, zu procken oder so ein Scheiß.
Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Geht's in 4 Schritten wirklich nach unten? Nur in 4. Oh, holy shit. Das heißt, R5 ist dann wahrscheinlich nochmal 8 Sekunden weniger. Ja, gut, das ist dann egal, weil sowieso ich ihn hier nicht so schnell proggen kann, aber. Mir fällt ein. Moment, erstmal. Auf R5 könnt's ja. Könnt ihr defekt. Alle 14 Sekunden geprockt werden. Zu 80% alle 14 Sekunden. Das heißt, wenn du einmal einen Skill machst, hast du auch erstmal, also 80% ist ja auch so die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Hits nicht procken. Wenn man sagen, wenn man selbst bei einem einzelnen Gegner ist, also bei mehreren, ist ja die Wahrscheinlichkeit dann sogar nochmal multipliziert mit so vielen Gegnern, wie es ist. Also jedes Mal wird nochmal die Wahrscheinlichkeit abgefragt, sonst muss man es natürlich anders berechnen. Das ist ja ein Fünftel und das ein Quadrat ist ja ein 25stel, dass es nicht prockt nach zwei Hits. Wenn es zwei Gegner sind, ist es noch unwahrscheinlicher, dann ist es ein 125stel. Von 4% zu weniger als einem. Ja, eben. Oder? Ne, warte, warte, noch weniger. Bei zwei Gegnern, wenn ich viermal hitte, dann ist es ein 625stel. Das ist nicht mal ein Viertelprozent. Oder? Das ist ein Sechstel, es ist nicht mal ein Sechstelprozent eher. Es ist nicht mal mehr 0,16. Denke ich. Ja, müsste sein. Oder ungefähr 0,16%, dass es nicht mehr prockt. Aber bei einem Gegner ist es ungefähr 4%, dass es nicht prockt, wenn man es R5 hat. Und jetzt fällt mir also ein, vielleicht könnte man dann sogar einen Skill einmal machen, extra 15 Sekunden warten oder 14 und dann nochmal einen Skill machen und dann nochmal hoffen, dass der Skill nochmal prockt. Ich weiß nicht, inwiefern das was bringt, weil sowieso wirst du es wahrscheinlich so machen, dass du versuchst, Pro Rotation zweimal zu den Skill auszuführen. Aber du könntest ja sozusagen in der Rotation statt zweimal den Skill machen, hintereinander kannst du ja auch einen Skill machen, alle 15 Sekunden nochmal einen Skill machen. Wobei, ich glaube, naja, vielleicht wäre das auch scheiße. Vielleicht wäre es auch nicht so gut. Ich meine, zweimal Skill, dann wartest du die Zeit ab. Ah, ich weiß es nicht. Wer weiß. Ist auch egal. Denke ich. Oder? Ja, ich habe halt zwei von denen noch. Also ich könnte es theoretisch R3 machen, aber ja, gut. Ich würde gern mehr Sacrificial Swords und mehr Favonius Swords bekommen. Ich habe nur eine R5 und eine R1. Wobei das Wichtigste wahrscheinlich eher die Sacrificial Swords wären. Ich sollte auch mal... Moment, dafür gehe ich sogar einfach zu dem hier. Weil hier direkt neben dran Gras ist. Und dann höre ich wirklich auf. Ich hatte nicht vor, so lange heute noch on zu bleiben. Shit. Das war dumm. Aber die Zeit ist einfach so schnell vergangen. Das ist auch krass. So, da kann man halt nichts machen. Das ist nicht meine Schuld. Trust. Nice. Das ist nicht nice. Der Drop war voll trash. Freena wird demnächst irgendwann mal wirklich gecrowned, dann aber auch. Ja, ich glaube, es reicht wirklich. Wirklich, jetzt reicht's. Kann nicht sein, dass ich wirklich noch so lange ganz in Ordnung geblieben bin. Also gut, ich glaube. Falls noch da bist, Haku, wie cool, dass du dabei warst. Ansonsten, schönen Abend noch. Ich bin dann auch, ciao. Ich bin auch raus und dann, wie gesagt, schönen Abend. Ciao, ciao. Ah, du warst noch da, perfekt. ja, gut.